Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Wenn eine Frage im Vorfeld zum neuen Horizon-Titel mit am meisten gestellt wird, dann ist es die Frage nach der Autoliste, also welche Autos werden ab dem Release mit im Spiel enthalten sein. Und wenn man den Entwicklern so ein bisschen zwischen den Zeilen zuhört, dann könnte es sogar so weit sein, dass wir in wenigen Wochen Teile dieser Autoliste oder vielleicht sogar die komplette Autoliste präsentiert bekommen und endlich diese sehnsüchtig erwartete Frage beantworten können. Nichtsdestotrotz wurde ich in der letzten Zeit und auch gerade in den letzten Tagen ja, des Öfteren gefragt, was denn so meine Vorstellungen von den Autos sein könnten, die eben neu in die Forza-Serie mit dazukommen, oder beziehungsweise anders gefragt, was wären denn meine Wunschfahrzeuge, meine ganz persönlichen Favoriten für einen neuen Forza Horizon-Teil. Und ich fand die Idee sehr, sehr gut und auch sehr interessant, und deswegen dachte ich mir, ja, unabhängig davon, ob wir jetzt wirklich in ein paar Wochen die Autoliste zu sehen bekommen, wäre es doch ganz cool, diese dann vielleicht zu vergleichen mit einer selbst erstellten Liste von Fahrzeugen, die man doch sehr, sehr cool finden würde im neuen Teil. Und so habe ich mich jetzt einfach mal, ja, 2 Stunden hingesetzt und einfach mal alle Fahrzeuge aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind, welche ich doch sehr gerne im neuen Titel hätte, also Fahrzeuge, die neu auch in der Serie wären. Und ja, die Liste siehst du im Hintergrund auch schon so ein bisschen durchlaufen, und ich war selber überrascht, wie viele Fahrzeuge mir dann doch spontan eingefallen sind. Das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Die Fahrzeuge, die da im Hintergrund laufen, das sind knapp über 100 Stück. Ja, ich hätte gedacht, ich komme vielleicht auf 20, 30, aber nee, es sind über 100 Stück, die mir eingefallen sind. Was vor allem auffällt bei dieser Liste ist, dass es sehr, sehr, sehr viele moderne Fahrzeuge sind, sehr wenige Klassiker, die ich aufgeschrieben habe, aber es ist ja auch irgendwie klar, dass das so ist, denn wenn was gefehlt hat in den letzten Horizon-Titeln, insbesondere in Horizon 4, dann waren das aktuelle Modelle von vielen, vielen Herstellern. Und Klassiker hatten wir eigentlich genug, also nichts gegen Klassiker. Mir würden, wenn ich jetzt wahrscheinlich mich nochmal 2 Stunden hinsetzen würde und mich rein auf die Klassiker konzentrieren würde, würden mir wahrscheinlich noch mehr Fahrzeuge einfallen, gerade eben aus der, ja, klassischen Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich glaube, das ist das, was mir so am meisten gefehlt hat, einfach im letzten Horizon-Titel, und vielleicht auch vielen von euch am meisten fehlt. Und deswegen, ja, ist es nicht verwunderlich, dass so viele moderne Fahrzeuge mir da eingefallen sind. Auch da nochmal vielleicht zu der Liste kann man sagen, es sind hauptsächlich, wie schon gesagt, Fahrzeuge, die wir noch nie in einem Forza-Teil hatten, oder eben auch Fahrzeuge, die wir schon sehr, sehr lang nicht mehr in einem Forza-Teil hatten, wie zum Beispiel, spontan fällt mir der ein, der DeLorean. Den hatten wir, glaube ich, mal in Horizon, nee, nicht in Horizon, in Motorsport 4, und dann nie wieder in der Forza-Serie. Den musste ich natürlich auch direkt aufschreiben. Zur Klarstellung auch nochmal zu dieser Liste, das ist jetzt meine Liste, die mir spontan aus dem Kopf eingefallen ist. Das ist nichts Offizielles, nichts Bestätigtes, aber es ist doch vielleicht ganz cool, später diese Liste mit der offiziellen Liste zu vergleichen, welche Fahrzeuge, die ich mir ja so wünsche, es tatsächlich auch in das finale Spiel geschafft haben oder vielleicht auch in der weiteren Zukunft ins Spiel schaffen werden, durch den Autopass, durch irgendwelche Updates oder vielleicht Expansions, DLCs etc. Also das wäre schon irgendwie ganz interessant zu sehen. Und ja, ich schreibe mal auch diese ganzen Autos, diese ganze Liste nochmal in die Kommentare, beziehungsweise als angepinntes Kommentar. Da kannst du das auch nochmal in Ruhe durchgehen und gucken, was ich da so mir überlegt habe. Und sehr gerne, das nehme ich einfach auch schon mal vorneweg, wenn du auch Fahrzeuge hast, wo du sagst, Mensch, die würde ich unbedingt gerne im neuen Horizon-Titel sehen, dann schreib das auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da sind bestimmt auch wirklich ein paar Schätze mit dabei, wo ich dann auch so denke, ah ja, geiles Fahrzeug. Stimmt, das würde ich auch noch mit in meine Liste nehmen. Und ja, um das Ganze jetzt nicht zu schnell abzuschließen, habe ich mir gedacht, Mensch, ich würde gerne auch noch auf ein paar Fahrzeuge so ein bisschen besonders eingehen. Und naja, jetzt hier knapp über 100 Fahrzeuge durchzugehen, wäre ein bisschen too much. Deswegen habe ich mich nochmals hingesetzt und aus meiner knapp 100 fahrzeuglangen Liste, ja, so eine quasi Top 20 rausgesucht, beziehungsweise 20 Fahrzeuge rausgesucht, die ich wirklich unbedingt gerne im neuen Horizon-Titel haben möchte. Und genau die möchte ich so ein bisschen mit dir jetzt Step by Step durchgehen. Keine Sorge, jetzt nicht ultra lange, aber einfach mal so eine quasi, ja, Top 20 Must-Have-Fahrzeuge in
Horizon 5. Und vielleicht siehst du das ja auch ähnlich und die Beweggründe, die ich dazu habe, auch. Und ich würde auch sagen, wir fangen an und wir machen es auch bei dieser 20. oder bei Top 20 Liste nach dem Alphabet und dementsprechend fangen wir bei Aston Martin an und zwar mit dem Valhalla. Der wurde erst ja, vor wenigen Tagen, wenn man so möchte, offiziell jetzt nochmal vorgestellt. Anders wie ursprünglich gedacht, wird er kein V6-Motor drin haben, sondern ein V8 Biturbo mit Elektromotor, 950 PS stark, über 1000 Newtonmeter, also ein richtig krasses Hypercar. Und ja, neben dem Valhalla darf natürlich auch der Aston Martin Valkyrie, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Valkyrie auf Deutsch natürlich nicht fehlen, der da nochmal, finde ich, eins oben drauf setzt. V12 Hybrid, fast 1200 PS, soll 400 km/h schnell sein, unter eine Tonne schwer. Beide, ja, wie gesagt, Hybridfahrzeuge, doch ein bisschen unterschiedlich im Konzept und doch irgendwie auch wieder gleich. Deswegen, ja, gehören für mich beide einfach in den neuen Horizon-Titel und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da wirklich auch beide sehen könnten. Ja, weiter geht's mit A und zwar mit Audi, der Audi R6 Avant, der aktuellste C8. Ich denke mal, ein Sinnbild für alle moderneren Audi-Modelle. Ich glaube, jeder, der die vergangenen beiden Horizon-Titel kennt, weiß, dass wir gerade in puncto Audi sehr, ja, alt aufgestellt waren. Kein wirklich neues Modell und ich glaube einfach, der R6 ist so das perfekte Sinnbild für diese neuen Audi-Modelle. Ich habe ja in meiner großen Liste quasi alles fast drunter geschrieben, was es von Audi RS gibt. Und deswegen aber, ich glaube, der R6 Avant würde ich schon sehr feiern, der fette Kombi und ja, ich glaube, groß muss man dazu nicht mehr sagen. Und wir bleiben auch bei Audi. Das nächste Modell wäre der Audi RS e-tron GT. Das Geschwistermodell, wenn man so möchte, zum Porsche Taycan. Der Taycan ist ja quasi durch die Trailer schon bestätigt. Ich habe den Taycan auch nochmal in die komplette 100 Fahrzeuglange Liste geschrieben. Also das vielleicht auch nochmal rückblickend gesagt. In dieser Liste sind auch natürlich auch Fahrzeuge drin, die wir durch die Trailer quasi schon bestätigt bekommen haben oder über andere Quellen. So habe ich zum Beispiel den Toyota Supra MK5 in der Liste drin. Ich habe den Mercedes AMG One mit drin, also nicht den Project One, also die Konzeptvariante, sondern schon die finale Version. Also da kommen dann auch ein paar Sachen vor, die auch schon mehr oder weniger bestätigt sind. Jetzt aber bei der Liste, die wir durchgehen, da ist eigentlich nichts bestätigt. Deswegen sind die auch nochmal vielleicht ein bisschen besonders. Und ja, machen wir weiter. Also erst e-tron GT, wie gesagt, ich finde, wenn der Taycan drin ist, dann sollte quasi das Fahrzeug von Audi auch mit drin sein, auch wenn die Plattform und alles das Gleiche ist, aber ja, ich finde es einfach cool, so wie halt auch ein Audi R8 und ein Lamborghini Huracan in den vergangenen Teilen hatten, warum sollte das hier auch nicht der Fall sein? Ja, weiter geht's, ja, mit BMW, ich habe jetzt hier mal den M8 Competition, den F92 mit drin, auch eher eigentlich ähnlich wie beim R6 ein Sinnbild für alle modernen BMW-Modelle. Ich meine, wir haben das ein oder andere modernere Modell dazu bekommen in Horizon 4, gerade jetzt den M5 genannt. Aber auch hier wäre es jetzt halt nicht schlecht, den neuen M3 Competition, M4 Competition, so die ganze Sache mit dabei zu haben. Der M8 wäre mir aber dann doch der Liebste. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich schon echt über den M8 freuen. Einfach weil das so, finde ich, so ein bisschen auch alleine für sich dasteht, dieses Fahrzeug. Es gibt ja auch eine GTE-Rennversion davon, wobei die mir persönlich nicht so gefällt, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Aber eben diese Straßenversion der M8 Competition oder auch der normale M8, finde ich geil und würde ich schon sehr feiern. Und apropos Rennwagen, ja, das nächste Fahrzeug ist ein bisschen besonders, glaube ich, und der hat oder haben wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm, der Brabham BT62R oder der ganz normale BT62. Davon wurde auch erst kürzlich, glaube ich, jetzt eine GT2 Rennversion vorgestellt. Es gibt aber, wie gesagt, auch zwei Straßenversionen, eben der BT62R, den ich jetzt hier mal rausgeschrieben habe, als auch der Nicht-R. Um da mal konkret zu werden, um dich da ein bisschen abzuholen. 5,4 Liter V8, circa 700 PS. Klingt jetzt erstmal nicht schlecht, aber der wiegt halt unter eine Tonne. Und guckt euch mal dieses Fahrzeug an. Das ist ein Rennwagen für die Straße, hat eine Straßenzulassung. Und den würde ich schon echt irgendwie feiern. Einfach auch, weil es nicht so diese typische Marke ist, Brabham, quasi neu belebt. Also würde ich schon echt irgendwie feiern, den mit dabei zu haben. Und ja, das nächste Fahrzeug müssen wir eigentlich, glaube ich, nicht drüber reden, oder? Bugatti 110, also quasi die Hommage, die Neuauflage des Bugatti EB110. Wir hatten den erst letztens, wenn man so möchte, auch schon wieder über einen Monat her in The Crew 2 angeschaut. Und ja, den würde ich auf jeden Fall absolut feiern in Horizon 5. Ich glaube, da müssen wir ja nichts groß dazu sagen. Ich feiere das Fahrzeug absolut. Bisschen mehr Leistung als ein Divo.
oder halt eben als die Basis, als der Chiron. Aber das ist jetzt unachtsam dessen einfach ein, finde ich, mega gelungenes Fahrzeug, eine mega geile Neuinterpretation des EB110. Also für mich auch ein Must-Have-Fahrzeug und absolut verdient in meiner persönlichen Top 20 mit dabei. Ja, die nächsten beiden Fahrzeuge beginnen wir erstmal mit dem ersten Ferrari F8 Tributo. Ich habe es, glaube ich, immer wieder gesagt. Ich wurde so oft in den Streams gefragt, auch zu Horizon 4-Zeiten noch, hey, welches Fahrzeug wünschst du dir in Horizon 4 und jetzt eben natürlich auch in Horizon 5? Klar, der F8 Tributo, die einfach die aktuellste Version dieser V8 Sport oder beziehungsweise Supersportwagen von Ferrari, der Nachfolger des 488, Nachfolger oder Nachfolger des 458 und so weiter, gehört einfach dazu. Ja, also über 700 PS, mega krasses Fahrzeug, finde ihn auch super gelungen und ja, gehört für mich einfach dazu. Genauso eben, um gleich auf den nächsten Ferrari zu gehen, der Nachfolger des LaFerrari, der SF90 Stradale, gehört einfach auch mit dazu. Das ist für mich sowas von Pflicht mittlerweile, dass dieses Fahrzeug oder diese beiden Ferraris einfach mit dazugehören. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ja, ich wäre eigentlich enttäuscht, wenn beide nicht im neuen Horizon-Titel mit dabei sind. Und ja, wenn es geht, beide auch schon direkt mit Release. Ja, wir bleiben mal bei Italien. Und zwar das nächste Fahrzeug. Ich glaube, das ist auch ein Fahrzeug, was in der Community, glaube ich, mit das meistgewünschte Fahrzeug neben dem Supra MK5 ist. Der Aventador SVJ, ja, der Super Veloce Jota, 770 PS stark. Ja, auch für mich mittlerweile ein Fahrzeug, was einfach dazugehört. Wir haben den Aventador, wir haben den Aventador SV, wir haben den Aventador J oder Jota. Jetzt fehlt nur noch der SVJ, natürlich. Und ja, auch da wird es längst überfällig. Ich meine, es gibt viele Lambo-Modelle. Ich habe auch in meiner großen Liste ein paar hingeschrieben, könnt ihr nochmal nachgucken. Aber der ist für mich so von denen einfach, der muss einfach, finde ich, jetzt langsam mal kommen. Und deswegen würde ich mich halt auf jeden Fall sehr freuen. Wir bleiben weiterhin in Italien. Was könnte nach L kommen? Ja, M. Und bei M fällt mir ein Maserati. Und Maserati MC20, jetzt habe ich schon fast 12 gesagt, MC20. Ich finde, das ist ein mega schönes Fahrzeug. Von hinten, von vorne, super gelungen. Der MC20, um da dich auch technisch vielleicht abzuholen, ein paar Eckdaten. V6-Motor aus der Formel 1, 630 PS stark, von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden, ich glaube 2,8, 2,9 Sekunden, also schon starke Werte. Und ich finde, ja, das ist jetzt so ein Fahrzeug, wo ich mir vorstellen könnte, dass der nicht zu Release drin ist, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Fahrzeug sich über die Monate und vielleicht sogar die Jahre dann so vielleicht per Update oder DLC oder wie auch immer dann vielleicht mit ins Spiel kommt. Ab Release wäre natürlich auch schön. Also ich finde den echt gelungen. Mir gefällt der persönlich sehr gut. Und vielleicht auch ein Fahrzeug, was nicht jeder so direkt auf dem Schirm hatte. Aber für mich ja, auf jeden Fall hochverdient in meiner persönlichen Top 20 der Must-Have-Fahrzeuge von Horizon 5. Ja, ein weiteres Fahrzeug, ja, gehen wir mal ein bisschen weiter in den Norden in Europa, nämlich nach Großbritannien, McLaren, klar, 765 LT. Ich meine, der Name ist Programm. 765 PS, es ist die Longtail-Variante des 720, wobei so viel länger ist er, glaube ich, gar nicht. Ich finde, ja, schau dich das Fahrzeug an, das Ding ist einfach Hammer. Ich habe auch eben den, wenn man so möchte, indirekten Vorgänger, den 675 LT, auch in meine lange Liste gepackt. Der war ja so lange erwartet und er kam nie. Dann doch bitte jetzt der hier. Ja, der muss einfach mit dazukommen in Horizon 5. Einfach ein geniales Fahrzeug. Ja, weiter geht's im Text. Über 700 PS stark bleiben wir. Jetzt aber allerdings geht's nach Deutschland. Mercedes-AMG GT Black Series, 730 PS, genauer gesagt, stark, 800 Newtonmeter Drehmoment. Das Ding ist einfach ein Monster. Optisch, leistungstechnisch, performancetechnisch, das perfekte Gegenstück zu einem 911 GT2 RS, würde ich jetzt sagen. Der GTR war schon geil von AMG, GTS und so weiter auch natürlich, aber der Black Series, ich meine, come on, das Ding ist einfach ein Monster, den müssen wir einfach haben, ja, wenn der AMG One reinkommt, dann muss auch der GT Black Series mit dazu, das ist doch ganz klar. Ja, und apropos GTR, GTR fällt spontan einem vielleicht eine andere Marke und ein anderes Modell zuerst ein, bevor man jetzt vielleicht auf Mercedes-AMG kommt. Und zwar, klar, Nissan GTR R35 Nismo. Jetzt kein wirklich neues Fahrzeug. Es gibt zwar immer wieder Neuauflagen, Verbesserungen, Facelifts, wenn man so möchte, und Modellpflegen. Aber irgendwie, wir warten schon so unglaublich lange mal auf ein GTR R35 Nismo. Und ja, deswegen musste der jetzt einfach auch in diese Liste mit dazu. Ja, also ich finde einfach,
Es wird jetzt mal höchste Zeit, dass wir einen bekommen. Ja, und selbst wenn es nur Upgrade-Kits sind für den normalen R35, es wird höchste Zeit für Nismo. Meiner Meinung nach. Gerne in die Kommentare schreiben, ob du das anders siehst. Aber ich finde, der gehört einfach mit dazu. Und ja, jetzt kommen wir endlich zu einer Marke, die, man sagt es mir nach, ich ein ziemlicher Fanboy von bin. Und ja, ich würde das auch so bestätigen. Beziehungsweise ich sag's ja selber, dass ich ein Fanboy davon bin. Porsche. Ja, 911, 992, Turbo S, 650 PS stark, 800 Newtonmeter Drehmoment. Für mich tatsächlich immer noch derzeit, das kann sich natürlich noch ändern im Laufe der Zeit, aber aktuell der für mich schönste und gelungenste 911er der aktuellen 992-Baureihe. Ich weiß, es gibt einen GT3, es wird auch ein GT3 RS folgen, wobei der GT3 RS noch nicht offiziell ist. Ich finde ihn aber echt geiler als der GT3 und das kommt nicht oft vor, weil eigentlich bin ich immer GT3, GT2 ist eigentlich immer so meins, was die 911er betrifft. Aber jetzt in dem Fall, finde ich, ist der Turbo S nochmal für mich persönlich ein Stückchen geiler als der GT3. Keine Sorge, GT3 ist auch in meiner langen Liste, ja, können wir ja ein bisschen vergleichen. Aber der hat für mich den Vorzug und den, ja, wünsche ich mir unendlich einfach im neuen Teil. Und ja, wer der Taycan jetzt nicht schon indirekt bestätigt, würde ich wahrscheinlich auch jetzt den Porsche Taycan hier als nächstes aufführen. In der langen Liste, wie gesagt, ist er. Aber ja, von Porsche definitiv der Turbo S, den würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Und ja, das nächste Fahrzeug, nicht direkt ein Porsche, und zwar der Ruf CTR 2017. Die Hommage an den CTR Yellowbird. Yellowbird im Übrigen auch in der langen Liste, ich erwähne es nur nochmal. Also ja, es lohnt sich mal, meine komplette Liste anzugucken. Ich glaube, das kann man damit schon mal sagen. Ja, kein, wie bei Ruf typisch, auf einem Porsche basierendes Fahrzeug, auch wenn man es optisch denken kann. Nein, es ist eine Hommage an den Yellowbird, aber eine komplette Eigenentwicklung von Ruf. Und genau deswegen würde ich mir halt wünschen, dass über dieses Fahrzeug auch Ruf zurückkehrt. Denn es war ja immer so, Porsche hat man nicht bekommen damals, also hat man Ruf genommen. Und seit Porsche jetzt halt wieder verfügbar ist für die ganzen Rennspiele, ist Ruf halt irgendwie rausgeflogen. Und deswegen, oder das finde ich ein bisschen schade, aber eben der Ruf CTR 2017 fände ich schon geil. Und ja, wer jetzt denkt, ja, okay, sieht halt aus wie so ein alter 911er auf modern getrimmt. Ich sag mal kurz was zu den Leistungseckdaten. Und ich glaube, spätestens dann sagst du auch, okay, dann würde ich schon gerne mal fahren. Ich sag nur, 3,6 Liter, 6-Zylinder Boxer Biturbo-Motor. Und jetzt halte ich fest, mit 710 PS und 880 Newtonmeter Drehmoment. Das ist geil. Ja, das ist geil. Und ja, ich will den drin haben. Ich will den drin haben. Das muss einfach rein. Ja, ganz einfach. So, das nächste Fahrzeug ist auch so ein Fahrzeug, was so in die Kategorie fallen würde wie der GTR R35 Nismo. Der muss jetzt endlich mal rein. Und warum nicht auch gleich in der neuesten Variante, der Skoda Octavia RS. Mir ist scheißegal, ob die Kombi-Version oder jetzt die Limo-Variante, wobei die Kombi wahrscheinlich beliebter wäre. Und ich vielleicht sogar, obwohl ich kein Kombi-Fan bin, sogar echt bevorzugen würde. Ja, der muss einfach rein. Oder wäre geil, wenn er drin wäre. Auch wenn vielleicht jetzt Mexiko nicht die Location ist, wo er vielleicht so in Frage kommen würde im ersten Moment. Aber ja, ich würde es irgendwie feiern. Einfach auch Skoda wieder mit drin zu haben. Ja, wäre der Hammer. So, ich glaube, da muss man auch nicht viel dazu sagen. Und ich will das Video auch nicht unnötig strecken. Und deswegen machen wir direkt weiter. Und das ja, nächste Fahrzeug ist natürlich ein absoluter Brecher, der SEC Tuatara. Klar, im Vorfeld viel Tamtam um die Rekorde, ob er jetzt die 500 km/h geknackt hat. Nee, hat er nicht, wurde ja offiziell widerlegt. Aber egal, ob er die jetzt schafft oder nicht, es ist einfach ein krasses Mega-Car. Ich meine, offiziell wurde jetzt danach nochmal bestätigt, er fährt 460 km/h. Also doch ein bisschen langsamer noch als Agera RS von Königsegg, aber trotzdem, 460 km/h ist jetzt auch nicht gerade langsam, habe ich mir sagen lassen. Also von dem her finde ich auch, der muss einfach dazu. Und wenn sie schon so anteasen, dass halt eben jetzt eine lange Autobahn, die längste Autobahn oder Highway, nennt es wie ihr wollt, in Horizon 5 drin ist, wie wir je hatten, auch sehr gerade Abschnitte, ja, dann brauchen wir einfach auch solche Topspeed-Monster und eben nicht nur Königsegg. Natürlich auch Königsegg, aber ja, der Tuatara wäre schon nice, würde ich feiern. Genauso auch, ich mach wieder Hinweis auf meine lange Liste, der ja, Vorgänger von diesem Fahrzeug. Ich sage jetzt mal nicht, welcher das ist, aber das findest du schon selber raus. Der wäre natürlich auch cool, aber ja, wenn ich mich entscheiden muss, dann natürlich dieses Fahrzeug. Ja, und ein anderes rekordverdächtiges Fahrzeug, was jetzt auch erst kürzlichst
ja, mehr oder weniger vorgestellt wurde, angeteased wurde, ist der Tesla Roadster. Generell auch Tesla würde ich feiern, wenn es einfach wieder zurückkehrt. Ist ja quasi rausgenommen worden nach Horizon 3, weil Tesla gesagt hat, ja, sie möchten halt nicht mehr in Spielen auftreten. Und ja, diese alte Leier von den Herstellern, ich kann es nicht verstehen. Aber gerade der Roadster würde doch so Sinn machen in einem Forza Horizon, um auch da vielleicht mal ein paar Besonderheiten zu nennen beim Roadster. 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ich glaube, knapp 700 PS stark. Na klar, ein reines Elektrofahrzeug. Aber gerade mehr Elektrofahrzeuge, warum nicht, wenn wir eben einen Taycan drin haben? Hoffentlich den e-tron, wie schon gesagt, und viele weitere. So ein Tesla Roadster und generell diese Tesla-Palette, wo ich auch einige eben in meine lange Liste geschrieben habe, würde ich schon feiern. Und ja, also muss man, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Würde einfach passen wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt, in Horizon. Ja, und das waren jetzt 19 Fahrzeuge. Ein Fahrzeug steht noch aus und ich glaube, das Fahrzeug ist so ein bisschen, ja, jetzt im Vergleich, also wenn man jetzt rückblickend betrachtet, vielleicht jetzt bis auf den Octavia, habe ich echt jetzt nur so richtig krasse Kavemsa quasi rausgesucht. Aber ich glaube, das ist auch das, was mich irgendwie am meisten irgendwie, ja, auszeichnet. Ich bin halt ein Autofanatiker, aber ich bin auch in erster Linie halt ein Sportwagen-Fan. Deswegen sind es natürlich auch viele Sportwagen. Das nächste Fahrzeug ist auch ein Sportwagen, ein etwas kleinerer Sportwagen. Und zwar der Toyota GR86, der Nachfolger des GT86. Und da wurde jetzt auch erst vor wenigen Tagen sogar von Gazoo Racing quasi vorgestellt, wie das Werkstuning, es wird ja so eine Werkstuning-Möglichkeit für Breitbaukits und so weiter angeboten werden, aussehen könnte. Nicht jetzt schon, dass es so ist, aber es könnte in die Richtung gehen. Diese Bilder blende ich da einfach auch mal mit ein. Und das würde ich schon feiern. Gut, dass der ab Release so drin ist, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber später irgendwann, der Toyota GR86, eben dann mit der Tuning-Option dieses Bodykit anzubringen, das würde ich übelst feiern und würde auch so geil da einfach reinpassen, einfach mit der Optik-Tunings-Geschichte und allem drum und dran. Und deswegen für mich auch irgendwie in dieser Top 20 der Must-Have-Cars mit drin. Und ja, that's it eigentlich. Und ich wiederhole nochmal das, was ich vor dieser 20 Fahrzeuglangen Liste gesagt habe. Schreib super, super gerne auch deine Fahrzeuge in die Liste. Gerne auch Fahrzeuge, die ich schon genannt habe. Sei es jetzt in dieser Top 20 oder in meiner Top 100, sag ich jetzt einfach mal. Das ist ein bisschen mehr als 100. Gerne auch weitere Fahrzeuge, gerne auch Klassiker, die ich ja echt ein bisschen jetzt außen vor gelassen habe. Würde mich echt mal interessieren, was du so für Fahrzeuge sagst. Boah, die oder das Fahrzeug würde ich unbedingt gerne sehen in Horizon 5. Ja, mal schauen. Und dann können wir ja wirklich vielleicht in wenigen Wochen gucken, wenn die offizielle Liste da ist. Okay, was ist denn jetzt wirklich drin? Auf was können wir uns jetzt schon freuen? Und was fehlt noch, wo wir sagen, ah, schade, ist noch nicht drin. Aber vielleicht kommt es ja noch. Und dann, ja, ich glaube, das ist immer ganz cool. Und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast auch vielleicht noch mal so das eine oder andere Fahrzeug jetzt gesehen, wo du gesagt hast, oh ja, stimmt, Ray, geiles Ding, würde ich auch feiern. Ja, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich unterhalten hat, wenn es dich, ja, informiert vielleicht jetzt weniger, aber das vielleicht auch hat, dann, ja, lass es mich auch sehr gerne wissen über Feedback in den Kommentaren oder natürlich über den einfachsten Weg, über ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Ich glaube, wir alle sind hyped auf Horizon 5 und ja, vielleicht gibt es jetzt auch dann nächste Woche schon das nächste Infovideo, also richtig offizielle Infos. Das jetzt mal so ein bisschen aus dem Raster gefallen, dieses Video, aber ja, wenn dir auch solche Videos, um das am Ende vielleicht nochmal zu sagen, gefallen, also so, wo es so ein bisschen mehr spekuliert wird, wo ich auch mehr so meine persönliche Meinung, Wünsche, wie auch immer äußere, dann lass es mich wissen. Also wenn du sagst, hey, das ist geil, einfach auch mal sowas zu machen, dann ja, würde ich das sehr gerne auch in Zukunft vielleicht weitermachen, aber da würde ich einfach mal auf dein Feedback bauen. So, jetzt mache ich aber Schluss an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ein wunderbares Wochenende oder Restwoche, je nachdem, wann du dieses Video guckst. Bis dann, mach's gut. Ciao!